Claude und Lydia Bourguignon sind Bodenbiologen. Berühmt und gefürchtet für ihre unorthodoxen Stellungnahmen, zogen sie es vor, das staatliche Agrarforschungsinstitut zu verlassen. Zu unerträglich, was in puncto chemischer Bodenbehandlung empfohlen wurde. C'est beau, hein? Als unabhängige Sachverständige helfen sie den Landwirten europaweit bei der Rettung ihrer Böden. Sofern dies überhaupt noch möglich ist. Wir verwenden Pestizide, Produkte, die abtöten, was wir als Pest empfinden. Also alles, was in unseren Augen unangenehm ist. Wir haben eine kindische Einstellung zur Natur, eine Cowboy-Mentalität. Da die Lieben, dort die Bösen. Der Großteil sind die Bösen. Ein paar Liebe wie den Maikäfer gibt es noch, aber grundsätzlich ist die Natur erschreckend. Alles Böse muss abgetötet werden. Und dafür gibt es Pestizide, denen Insekten und Pilze zum Opfer fallen. Und zwar unterschiedslos. Es wird radikal alles vernichtet. Derlei Substanzen dürfen bedenkenlos ausgebracht werden. Wenn sie aber Brennnesseljauche verteilen, gibt sofort ein Riesengeschrei. In einem Boden, der so kompakt, so verdichtet ist wie dieser hier, gibt es praktisch keinen Sauerstoff mehr. Er ist wie Stein. Ohne Sauerstoff aber sterben die Wurzeln mitsamt der vorhandenen Fauna ab. Für den Landwirt ist ein solcher Boden ein Teufelskreis, dem er nicht mehr entkommt. Er muss düngen, die Düngung schwächt und ruft noch mehr Krankheiten hervor. Und mehr Krankheiten wiederum heißt, es werden noch mehr Pestizide ausgebracht, die die Fauna weiter abtöten und den Boden weiter verdichten. Wenn Düngemittel derart massiv eingesetzt wurden, um irgendwie weitermachen zu können, kann es vorkommen, dass die Böden buchstäblich tot sind. Auf ihnen lässt sich nichts mehr anbauen. Zuallererst müssen wir wieder Leben in unsere Böden bringen. Und das geschieht nicht über Nacht. Wir haben sie 50 Jahre lang ausgebeutet. Genauso lange wird es dauern, bis wir sie wieder belebt haben. Ich glaube, die Menschheit musste diesen Planeten erst zerstören, um ihn dann endlich zu respektieren. Es wird ein langwieriger Prozess sein. Geschätzte 2% der Menschheit ist sich bewusst, dass wir Rücksicht auf unseren Planeten nehmen müssen. Den restlichen 98% ist das egal. Aber diese 2% können die Wende bringen. Manche handeln bereits entsprechend. Allen Vorbehalten und Stolpersteinen der öffentlichen Hand zum Trotz setzen sie auf alternative Anbaumethoden. So auch François de Conti, Bio-Winzer in Tenac. In der herkömmlichen Bekämpfung spritzt der Winzer seine Reben ca. 14 Mal mit chemischen Produkten. Wir kein einziges Mal. Wir spritzen nur mit natürlichen Produkten. Man muss nicht unbedingt massiv auf Chemikalien zurückgreifen. Es geht auch ohne sie. Sie brauchen sich nur umzuschauen. Falls die Reben tatsächlich von einer schlimmen Krankheit befallen würden, ist es nicht anders als beim Menschen auch. Falls tatsächlich eine chronische Mangelerscheinung aufträte, dann würden wir selbstverständlich auf allopathische Mittel zurückgreifen. Wir würden ein normales Pflanzenschutzmittel verwenden. Da aber der Rebstock dieses Pflanzenschutzmittel nicht gewohnt ist, würde die halbe Menge reichen. Und die Effizienz wäre praktisch die gleiche wie bei Winzern, die hochdosiert arbeiten. Ein absolut makelloses Blatt. Ein junges Blatt, ohne sichtbare Krankheit, weder vorne noch hinten. Und das nur mit Pflanzenauszügen, nur mit Naturprodukten, ohne chemische Behandlung. Ich bin derjenige, der normal ist. Nicht normal sind die, die Chemikalien einsetzen. Die beste Waffe, über die wir verfügen, sind Jauchen. Brennnessel, Schachtelhalm, Schwarzwurz, Farnjauchen haben eine hervorragende Wirkung. Wenn sich der Rebstock allmählich wieder erholt und seine Abwehrkräfte mobilisiert, dann hält das Bio-Arsenal noch eine ganze Reihe weiterer Mittel bereit. François de Conti arbeitet nach einem ganzheitlichen Ansatz. Er pflegt seine Reben mit Pflanzenjauchen, unter anderem von Brennnesseln. Aber er behilft sich auch mit einer ganzen Palette wildwachsender Pflanzen. Begleit- und Zeigerpflanzen, die sein Arsenal vervollständigen und ihm erlauben, ganz ohne Chemie auszukommen.
Hier wachsen ganz besondere Pflanzen. Wir haben sie ausgesät. Sie sind nicht von allein gekommen. Das ist eine Luzerne. Ihr Wurzelgewebe wächst direkt um den Rebstock herum. Die Luzerne leitet das Wasser ab. Sie pumpt es quasi ab. Wenn es viel regnet, gibt sie Unmengen von Wasser an die Atmosphäre ab. Außerdem haben wir Klee gepflanzt. Klee ist eine Hülsenfrucht, die das ganze Jahr über blüht. Sie ernährt die Insekten, die im Weinberg leben. In enger Symbiose entwickeln sie sich miteinander und mit der Zeit entsteht ein Ökosystem, das ein gewisses Gleichgewicht einkehren lässt. Wir haben dreierlei: Boden, Pflanze und Insekten. Und die versuchen wir nicht gegeneinander auszuspielen, sondern sorgen dafür, dass sie koexistieren und sich gegenseitig stützen. Die Luzerne unterstützt den Rebstock, der Klee unterstützt die Insekten und diese wiederum unterstützen den Weinberg. Hier stehen wir auf einer Parzelle, deren Modell wir überall einführen möchten. In Kürze dürfte der gesamte Weinberg so aussehen, weil sämtliche Erfolgszutaten vorhanden sind. Wir haben Begleitstauden und Zeigerpflanzen. Wir haben nichts als Biomittel, das Produkt ist absolut rein. Auf dieser Parzelle wurde in den letzten Jahren keine einzige Chemikalie ausgebracht.